Hallo, ich bin Konrad Rennert und ich möchte Ihnen hier wieder eine Lerneinheit zu Excel präsentieren. Es geht um das Konsolidieren von Excel-Tabellen. Das ist sehr gut beschrieben auf der Website eines Kollegen. Ich rufe die mal auf. Da haben wir sie. Die Zusammenfassung von Listen ist das Thema und das Konsolidieren, das ist praktischen Alternative zu Pivot-Tabellen und Teilergebnissen. Wobei ich persönlich in der Regel die Pivot-Tabellen für interessanter halte, aber man sollte sich das Konsolidieren auch mal anschauen. Das, was der Kollege hier geschrieben hat, das ist durchaus sehr wichtig, wenn Sie das nutzen wollen. Da steht etwas zu den Grundlagen, dass die Ausgangslisten identisch aufgebaut sein müssen, aber das ist ja auch bei Pivot-Tabellen und Teilergebnissen so. Das können Sie gegebenenfalls nachlesen. Ich will jetzt fortfahren in meinem Datenbestand. Und da haben wir hier die Daten. Nehmen wir hier die Lieferanten. Da wissen wir schon aus Übungen, die Sie möglicherweise auch schon vorher durchgeführt haben, dass es da 65 Einträge gibt, wobei die Lieferanten mehrfach genannt sind. Wir sehen das ja hier bei 1 und 1 oder hier auch bei AllInkel. Und zu jedem Lieferant ist in jeder Zeile ein Bruttoumsatz genannt. Und der soll mit Hilfe der Konsolidierung zusammengefasst werden. Das heißt, es soll also pro Lieferant ein Eintrag übrig bleiben mit der Gesamtsumme der Bruttobeträge. Dazu benötige ich aber zunächst erst einmal die Lieferanten. Jeweils ein Eintrag pro Lieferant. Ich habe die jetzt markiert, kopiere das, gehe dann an die Stelle, wo ich es einfügen will, nehme hier die Zelle K1 und füge das ein. Na, wo steht's? Ja, hier haben wir das. So viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich hier immer noch die Mehrfachnennungen, aber es gibt im Register Daten, da gibt es hier bei den Datentools Duplikate entfernen. Da steht dann auch doppelte Zeilen entfernen und das will ich jetzt mal machen. Ich klicke darauf und markiert sind die Lieferanten schon. Ich brauche nur noch auf OK klicken. Der Hinweis, es wurden 47 doppelte Werte gefunden, 18 eindeutige Werte bleiben erhalten. Klicke ich auf OK. Jetzt ist also die Tabelle für die Konsolidierung schon vorbereitet. Jeder Lieferant taucht nur noch einmal auf. Jetzt muss ich mich für eine Spalte entscheiden, die ich zusammenfassen, das heißt konsolidieren will. Dann nehme ich hier die Bruttospalte. In diesem Fall kopiere ich einfach den Eintrag. Ich hätte den auch nochmals schreiben können, weil diese Spalte Brutto soll ja zusammengefasst werden. Markiere hier diesen Bereich, wo hinterher die Ergebnisse stehen sollen. Dann gehe ich auf Konsolidieren, das steht unter den Datentools im Register Daten. Und da ist die Funktion auszuwählen. Sie sehen, hier tauchen also viele Funktionen auf. Die sind dann auch bei dem Website-Angebot meines Kollegen, den ich hier also beschrieben habe, detailliert aufgeführt. Jetzt muss man sagen, was soll konsolidiert werden. Das heißt, ich klicke also hier rein, wo der Verweis angegeben wird und dann markiere ich die Überschriften mit, also Lieferant bis Brutto und dann ziehe ich nach unten bis zum Ende der Tabelle. Das war jetzt ein bisschen weit. Bis dahin. So, dann habe ich in diesem Fall ja nur einen einfachen Bereich markiert. Wichtig ist, dass Sie also hier unten noch schauen, was wollen Sie haben. Beschriftungen kommen aus der obersten Zeile und der linken Spalte. Das heißt also, linke Spalte, da stehen die Lieferanten und die oberste Zeile, da steht im Lieferant und Brutto. Und dann brauche ich nur noch auf OK klicken und nachschauen. Und da stehen die konsolidierten Werte für jeden Lieferant, also einen Betrag. Kann auch die Probe machen. Das, was hier in der Spalte Brutto steht, kann man hier unten sehen. 2556 ist die Summe.
Wenn ich hier auf das L klicke, dann müsste ja logischerweise das Gleiche herauskommen. Und das ist auch der Fall. Das heißt also, das, was hier zusammengefasst ist, das enthält auch die vollständigen Beträge aus der Bruttospalte. Gerade haben wir eine Konsolidierung gesehen, wo die Daten in einer Tabelle standen und Mehrfachnennungen vorkamen. Das geht aber auch noch weiter. Dreidimensional kann man das auch machen. Ich will zunächst den Datenbestand vorstellen. Ich habe hier zwei Tabellen. Ich nenne das hier mal Q1 wie Quartal 1 und Q2. Die stehen hier in dieser Arbeitsmappe. Und es gibt zusätzlich noch weitere Daten, die konsolidiert werden sollen. Die stehen in einer anderen Arbeitsmappe. Die heißt jetzt die Excel fortgeschrittene zweite Hälfte 2010 und da steht das dritte und das vierte Quartal. Der Einfachheit halber habe ich die gleichen Daten genommen wie eben, nur ich habe sie eben über mehrere Tabellen verteilt. Dann fällt das auch leicht zu prüfen, ob die Gesamtsumme denn auch richtig ist. Wechsle jetzt wieder zu der Tabelle, wo ich die Konsolidierung durchführen will. Da kann man dann wieder alle Firmen zusammennehmen, die es hier gibt. Das heißt, ich könnte hier auch einfach sagen, die Lieferanten habe ich ja schon mal, die bei mir was geliefert haben. Ich kopiere die oder mache erneut mit den Unikaten die Zusammenfassung, dass ich jeweils einen Datensatz habe. Und das füge ich hier auf dieser Tabelle 3D konsolidieren ein, also einfach einfügen. Jetzt haben wir also alle Lieferanten. Jetzt brauche ich noch das Feld, aus dem ich die Summe bilden will, also brutto. Und dann kann ich mit dem Konsolidieren anfangen. Ich markiere den Bereich. Oben steht die Spalte, die ich zusammenfassen will. Dann gehe ich wie üblich zum Register Daten, wähle dort Konsolidieren. Da gibt es bisher noch keine Festlegung. Die Summe steht schon hier. Man könnte, wie gesagt, da auch andere Funktionen einsetzen, aber lassen wir es bei der Summe. Und dann klicke ich hier, um den ersten Bereich festzulegen, klicke hier auf die kleine Schaltfläche und wähle dann die Daten vom ersten Quartal, also Überschrift wird mitgenommen und auch die Überschrift von der Bruttospalte. Und dann klicke ich hier auf Hinzufügen. Dann wähle ich das zweite Quartal. Da ist der Bereich nicht groß genug, hier gibt es also mehr Einträge, deshalb wähle ich das größer. Wenn ich da mehrere Zeilen wähle, wo nichts drin steht, hat das auf die Gesamtsumme keinen Einfluss. Ich klicke dann auch wieder auf Hinzufügen. Jetzt haben wir schon das zweite Quartal. Jetzt gehe ich hier auf Durchsuchen oder, wenn ich erst noch öffnen will, oder ich gehe hier auch auf diese Schaltfläche. Gehe dann über Ansicht zu der geöffneten Datei, die heißt hier zweite Hälfte 2010, das ist also an dem Dateinamen noch angehangen. Und dann nehmen wir jetzt das dritte Quartal und da fangen wir auch wieder beim Lieferanten an und gehen bis Brutto einschließlich und fügen das dann auch hinzu. Wir sehen, hier steht jetzt schon der Pfadname bzw. der Dateiname. Das war bei den Tabellen, die aus der Mappe selbst kamen, natürlich nicht nötig. Jetzt füge ich noch was hinzu, klicke also auch wieder hierauf, wechsle wieder zu der anderen Arbeitsmappe und da gehe ich dann zum vierten Quartal und da ist der gleiche Bereich schon markiert. Das heißt, ich hatte ja eben schon ein paar Zeilen mehr. Spare ich mir hier die Erweiterung und klicke dann auch wieder auf Hinzufügen. Jetzt sind alle vier Quartale in dieser Aufstellung. Jetzt fehlt noch, dass ich sage, wo die Beschriftungen herkommen, aus der obersten Zeile und der linken Spalte. Und hier möchte ich dann auch die Quelldaten verknüpfen, das haben wir ja eben nicht gemacht. Das heißt also, wenn hier irgendwelche Änderungen an den Originaldaten passieren, dann wird das automatisch in diese Aufstellung mit übernommen. Klicke also dann hier hin und wähle dann OK. Und wir sehen die Gesamtsumme, wenn ich hier oben mal raufklicke, die ist
5.312, das heißt, das ist genau das Doppelte, was wir bisher hatten. Woran liegt das? Hier ist noch eine komplette Summe zu sehen. Ich klicke hier mal auf die Gruppierung 2 und da sehen wir die drei Datensätze hier. Das sind vier von Schäfer. Die machen 202,3 aus und das steht natürlich hier an den einzelnen Positionen, aber auch nochmal in der Summe. Und das ist der Grund, dass dann hinterher der Gesamtbetrag, den ich hier unten sehe, wenn ich auf den Spaltenkopf C klicke, genau doppelt so groß ist. Einmal aus der Summe und einmal aus den einzelnen Positionen. Man kann, wie wir das auch schon in einer vorangegangenen Übung gesehen haben, man kann das gruppieren. Wenn ich hier auf die 1 klicke, dann sehe ich also nur noch die konsolidierten Werte, so ähnlich wie bei den Teilergebnissen, pro Lieferant eine Summe vom Brutto. Und wenn man dann auf diese Symbole klickt, auf dieses Pluszeichen auf dem Button, dann sieht man, welche Beträge eben hier bei Amazon in die Gesamtsumme eingegangen sind. Wenn ich die Spalte B noch ein bisschen breiter mache, dann sieht man, dann stehen hier auch erkenntlich hier an diesen Einträgen, aus welcher Arbeitsmappe das kommt. Man kann sich auch die gesamten Summen mal anzeigen lassen. Das heißt, wenn man hier auf 1 klickt, dann sieht man, hier kommt das her. Aber es gibt ja bei den Formeln auch eine Funktion, die heißt Formeln anzeigen. Und da sehen wir, hier sind jetzt die Summenformeln in der Zeile, wo vorne das Plus steht. Und da der Bezug auf die Arbeitsmappe bzw. die Tabelle, in diesem Fall sind es hier die Tabellen aus der aktuellen Arbeitsmappe, die kann man also hier auch in der Formel erkennen. Das soll dann zum Konsolidieren erstmal reichen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.